Die ORF Plus wird die letzte Meldung der Zeit im Bild ZIP schalten wir in Österreich. Gute Nacht. Zum Programm Schluss mit der Zeit im Bild und Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Japan hat das Parlament Shinzo Abe zum neuen Premierminister gewählt. Der 58-Jährige war bereits von 2006 bis 2007 Regierungschef. Er gilt als Befürworter der Kernenergie und ist für eine Stärkung der Allianz mit den USA. In den Mittelpunkt seiner Politik stellt Abe die Ankurbelung der Wirtschaft. In Ägypten hat das Oberhaus, die Schura, die gesetzgebende Gewalt von Präsident Morsi übernommen. Er hatte zuvor die umstrittene neue Verfassung unterzeichnet. Bis zur Wahl eines neuen Unterhauses soll nun die von Islamisten dominierte Schura Gesetze beschließen. Die USA und die EU appellierten an Morsi, die politischen Gräben im Land zu überwinden. Die Opposition kritisiert die neue Verfassung als islamistisch geprägt. In Syrien sind bei Angriffen von Regierungstruppen in der Provinz Al-Raqqa nach Angaben von Aktivisten mindestens 20 Menschen getötet worden. Ein im Internet verbreitetes Video zeigt auch Leichen von Kindern und Frauen. Unterdessen ist ein weiterer ranghoher Beamter zur Opposition übergelaufen. Der Chef der Militärpolizei, General Al-Jalal, setzte sich in die Türkei ab. Er nannte die Armee eine mörderische, zerstörerische Bande, die Massaker am syrischen Volk begehe. US-Bürger dürfen nach einer Entscheidung des Moskauer Parlaments künftig keine russischen Kinder mehr adoptieren. Nach der Staatsduma hat heute auch das Oberhaus, der sogenannte Föderationsrat, ein entsprechendes Gesetz gebilligt. Es muss nur noch von Präsident Putin unterzeichnet werden. Das Adoptionsverbot gilt als Reaktion auf ein US-Gesetz. Dieses sieht Sanktionen gegen russische Beamte vor, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat den geplanten Eröffnungstermin für den neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg erneut in Zweifel gezogen. Der Bund als Miteigentümer sehe Anzeichen dafür, dass der Termin am 27. Oktober 2013 möglicherweise nicht gehalten werden könne, sagte der CSU-Politiker der Zeitung Die Welt. Ein Risiko seien nach wie vor die Probleme mit dem Brandschutz. Die Eröffnung des Flughafens wurde bereits dreimal verschoben. Ursprünglich war sie für 2011 geplant. US-Präsident Obama hat wegen des Streits über den Haushalt seinen Weihnachtsurlaub abgebrochen. Er will sich darum bemühen, doch noch eine Einigung mit den Republikanern zu erzielen. Der Kongress soll morgen wieder zusammenkommen. Wird bis zum Jahreswechsel kein Kompromiss gefunden, tritt die sogenannte Fiskalklippe in Kraft. Diese brächte automatisch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen. Beobachter befürchten, dies könnte die weltgrößte Volkswirtschaft in die Rezession stürzen. Die USA erwägen, Spionagedrohnen an Südkorea zu liefern. Diese sollen offenbar zur Überwachung Nordkoreas dienen. Die Regierung von US-Präsident Obama informierte den Kongress darüber, dass Seoul 4 Drohnen vom Typ Global Hawk kaufen will. Das Geschäft soll einen Umfang von umgerechnet etwa 900 Millionen Euro haben. Beobachter befürchten ein Wettrüsten in der Region. Heute vor 60 Jahren, am zweiten Weihnachtstag 1952, ging die Tagesschau von einem Bunker in Hamburg zum ersten Mal auf Sendung. Zunächst gab es nur 3 Ausgaben pro Woche mit weniger als 1000 Zuschauern. Inzwischen ist die Tagesschau die meistgesehene Nachrichtensendung Deutschlands. Das Wichtigste aus 6 Jahrzehnten Tagesschau. Bewegende Momente, einschneidende Ereignisse, Interviews und Bilderstrecken finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Lottozahlen: 3, 10, 13, 34, 36, 43, Zusatzzahl 21, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 2, 3, 0, 8, 6, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 4, 8, 3, 1, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und hier die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. Dezember. Das Tief über dem Nordmeer beeinflusst unser Wetter. Es sorgt dafür, dass kleinere Tiefs über Mitteleuropa hinwegziehen. Dabei fließt weiterhin milde Luft vom Atlantik zu uns.
In der Nacht breiten sich von Westen Regenfälle aus. Im Westen und Nordwesten geht der Regen später in Schauer über. Am Tag regnet es im Süden und Richtung Küsten, im Süden auch kräftig. Sonst fallen zunächst nur stellenweise Schauer, vor allem vom Rheinland bis nach Sachsen Lichtblicke. Später kommen im Westen neue Regenfälle auf. In der Nacht sind einzelne Sturmböen möglich, auf den höheren Bergen Orkanböen. Am Tag weht der Wind meist frisch, mit stürmischen Böen, auf den Bergen schwere Sturmböen. In der Nacht 8 Grad am Rhein und minus 1 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag 5 Grad im äußersten Norden und 12 Grad am Oberrhein. Am Freitag regnet es noch im Süden, sonst gibt es etwas Sonne, ehe im Westen und Nordwesten neuer Regen aufzieht. Am Samstag Sonne und Wolken, an den Küsten regnet es ein wenig, im Nordwesten ist es windig. Am Sonntag einzelne Schauer, auf den Bergen Schneeschauer, vor allem im Norden ist es windig. Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.